Ich begrüße euch recht herzlich am Bangkok Suvarnabhumi International Airport in Thailand am Gate A4. Stehe ich mit meinem Aerosoft A320 von Thai Smile. Und von hier fliegen wir heute nach Phuket, um dort von Phuket zurück nach Bangkok zu fliegen, einen kompletten Umlauf. So haben wir einen Start in Bangkok, eine Landung und einen Start in Phuket und wieder eine Landung in Bangkok. Ja. Und ich würde sagen, bevor wir lang rumquatschen, gehen wir in die Maschine. Alles cold and dark, also schmeißen wir sie an. Dafür machen wir die Battery 1 und 2 on. Connecten die externe Power. Haben die Emergency Lights, machen die Passenger und No Smoking Sights an. Nach von Logo Lights genauso. Starten schon mal die Fuel Pumps. Und drehen die IRS Selector alle drei auf NAV. Anschließend machen wir hier schön die Bildschirme an. So, und damit das Gepiepsum aufhört, machen wir mal hier die Türen auf. Okay. Und wir haben wieder halb durchsichtige Container. Immer diesmal nur halb durchsichtig, ja. Muss ich mal schauen, wie ich das irgendwann nochmal fixe. So, wir starten mit der Route. Wir fliegen von VTBS, das ist Bangkok, nach VTSP. Versuchen wir es nochmal. VTBS nach VTSP. Genau. Cost Index nehmen wir mal 65, steigen auf 25.000 feet. Flight Number, lassen wir mal fragen, IRS. Wobei Flight Number ganz Ben, das ist Flugnummer 55, ich glaube Ben 55. So, Block Fuel, da müssen wir hier noch Load Sheet loaden, Load Instant, und wir haben Fuel von 8.3 oder 8.3, runden wir ab. So, Flight Plan, VTBS Departure. Wir haben den Wind aus 202, das heißt, wir machen Departure über die Runway 19er Left und brauchen die Cosm 1C Departure nach Commerce, genau. Insert. Die muss ich mir schnell noch als Chart raussuchen. Schlecht vorbereitet von mir, schlecht vorbereitet. Und währenddessen nervt GSX hier schon wieder rum. Welche habe ich jetzt genommen? Ja! Schlimm. Genau. Ist das die hier, Runway 19er, dann nach nein, ich glaube nicht, dass es die ist. Oder gucken wir uns, wir haben sie hier noch nicht, warte mal, bevor das hier weiter rumpiepst und mich hier wahnsinnig macht, was will er? Close after left door, close front left door. Die Türen schließen. Noch nicht. Dann piepst du halt rum, ist mir jetzt auch egal. Ich muss jetzt erstmal die Chart finden.
Um das Departure Briefing zu machen. Es gibt immer viel zu viele Departure Routen. Das ist schon wieder Approach hier. Yeah. Cosmo. Okay, ich würde sagen, mache ich nachher. Wir machen erstmal die normale Route weiter. Gomez. Von Gomez geht es nämlich nach Hotel. Erstmal die normale Route. Hotel. Ja, welches Hotel will er denn da haben? Nordhalbkugel ist beides. Das ist der Nachteil. Da ist eins. Bravo. Hotel. North 40. Wir haben ja zwei zur Auswahl, entweder, obwohl, nee. Doch, wir sind östliche Breite. N45, F36. Grad Nord oder 24 Grad Nord? Ich weiß gerade nicht genau. Ah, guck mal, jetzt haben wir hier immerhin schon... Können wir ja ganz einfach rausfinden. Wir gehen nämlich zum Cosmo. Da sind wir 13 Grad Nord, okay. Gomez nehmen wir lieber. 13, 24 und 101, okay. Und dann gehen wir zu Hotel. Ja, komm, hör auf zu nerven. Und dann muss das nämlich auch der hier sein. Genau, wunderbar. Und dann von Hotel gehen wir über G458 Airways G458 to Put. Und das war's dann auch schon. Und anschließend von Put aus dann zum Flughafen. Jetzt schaue ich mir mal ganz kurz hier die Departure an. 1,9 Grad raus. Den Punkt Luis, glaube ich, habe ich gar nicht mal. Cosmo und dann... So. Ich hoffe, euch stört das Piep nicht so sehr. Man muss es einfach ausblenden. Doch, doch. Ich, okay. Hier haben wir die Chart. Jetzt habe ich sie, glaube ich, gefunden. Genau. Nach dem Start, Runway Heading 195 zum Punkt Rowen. Oder Luis in dem Fall bei uns. Maximal 220 Knoten. Danach Left Turn. Ich check das mal im Moment. Falsche Richtung. Genau. Danach Left Turn zum Punkt BS511. Maximal 5000 Fuß. Danach BS512 und dann Cosmo. Da hat maximal 6000 Fuß. Das kann ich nochmal schauen. Haben wir das hier? Ja, hier haben wir das auch drin. 6000 Fuß. Alles klar. Danach Right Turn zum Punkt BS516. Maximal 16.000 Fuß. Und danach zum Punkt Gomez. Dort. Von dort aus geht es dann Right Turn zum Punkt Hotel. Hier Gomez Hotel und dann hier die Luftstraße runter nach Phuket
haben wir dann hier. So, alles klar, dann habe ich das auch endlich geschafft mit der scheiß Departure-Chart. Drehen wir hier noch auf 6000 Fuß ein. Die machen wir so. So, dann Perf. Wir starten mit Flaps 1 plus F. Config Runway ist trocken. V1 ist bei 150 Knoten. Das passt. So, dann würde ich sagen, we are ready for departure. Beacon on, APU on. Und dann close all doors, please. Prepare for pushback and departure. Nose left. Okay, all doors are closed. APU started. Kann ich mich schon mal für die Ground Services bereit machen? Doors, ja, okay, sind alle weg. Sehen wir hier, wie die APU langsam hochläuft. Okay, die sind bereit, wir noch nicht. Wheel Truck schon mal weg, Traffic Cones weg, Park and Brake ist noch gesetzt, externe Power kann weg, wenn die APU da ist, was sie, ja, okay, hat auch übernommen. Das heißt, wir sind unabhängig vom Boden. Und sie sind ready for pushback, we are auch. Park and Brake is off. Locking gear. No. Spoiler schon mal armen. Departure check completed. Bypass map inserted. Release parking brake. Commencing push. All engines clear. Start that wheel. Okay, ich habe die Parking Brake zu früh losgelassen. Hier werden wir gepusht. Und wir haben bereits die Freigabe, also Start Engine Number 2. Ah, fuck. APU Bleed vergessen. Ist natürlich auch an. Sehen wir jetzt hier, wie das Triebwerk langsam hochläuft. Flaps setzen wir auf 1 plus F. Ich hoffe mal, dass Runway 19 noch richtig ist. Was auch immer der A320 hier macht. Er rammt mich gleich und was auch immer GSX hier macht. Es flippt da ein bisschen rum. So, Flaps habe ich gesagt, 1 plus F. Okay, ich drücke anscheinend gerade in die falsche Seite raus. Hätten nach rechts gemusst, weil von links kommt die anderen. Okay, starting engine number 1. Ganz getroffen hat er nicht die Leitlinie, aber das passt schon. So, hier, Smile-Teil kommt da gerade an dem anderen Gate rein. Währenddessen kann ich schon mal die Zeit nutzen. Und die Checklist fürs Taxiing vorbereiten. Die Chart. Park and Brake ist set.
Alles klar. Engine Mode Selector Normal. APU Bleed Off. APU Off. Back. Max. Ground spotters are armed. Seatbelt signs and no smoking signs are on. Wind kommt immer noch aus 120, das passt. Drehen wir noch auf den Q&H ein. Okay, Taxi Light on. Have a good trip. Das heißt, Sie sind ready. Taxi Checklist. Wir stehen am Concourse A. Wir stehen momentan auf dem Taxiway 5 und ich bin da doch in die richtige Richtung raus, nur der Traffic fährt irgendwie in die falsche Richtung. Wir gehen jetzt über Tango 5, Tango 4, Charlie 4, Bravo 2 zum, also ja, Charlie 4 Holding Point, Bravo 2, dann zur Runway 19er, ohne große Umwege. Und dann würde ich sagen, dass ich aus Versehen auf Escape gekommen bin. Und hier ein bisschen umbauen. So. Okay, here we go. Was genau die da für einen Stau produzieren, weiß ich auch nicht so genau. Die blockieren natürlich jetzt gerade meinen Charlie 4. Und sie fahren doch alle in die falsche Richtung. Genau in die gegengesetzte Richtung, wie es auf meinem Chart angezeichnet ist. Eins von den beiden ist falsch. Ich halte mich jetzt einfach mal an den Chart. Und wir ignorieren den A330, den wir gleich durchfahren werden. Charlie 4, Bravo 2, wie angekündigt. Sehen wir einen A310 von Thai. Ich weiß gar nicht, ob der noch im Einsatz ist. Runway 19 left, identified. Wieso steht da unten 19 right? Dieses Schild hier ist falsch. Da steht 19 rechts, aber hier ist 19 links. Und das ist auch 19 links. Bangkok Airways. Zwei Flieger sind bereits in der Warteschleife. Aber ich würde sagen, we are priority, also line up. Okay, Takeoff Config noch. No Blue, alles klar. Ecom Status, no Blue. Dann Lineup of the Runway. Of the Runway. On Runway 19 left. Alles klar, dann. All Lights on. Und Squawk. So. Gehen wir den ein bisschen noch im Weg. Band 55 cleared for takeoff runway 19 left. Take off thrust set. Eighty knots.
We won. And rotate. Positive climb. Gear up. So, wir haben auch beim ersten Punkt eine Restriktion. Bei Luis dürfen wir nicht über 220 Knoten kommen. Und jetzt haben wir Traffic Alert. Ja, hier. Da ist ein A320 auf der 19 rechts anscheinend gleichzeitig mit mir hochgegangen. So. Thrust Climb. Steigen ein bisschen langsamer. Wie gesagt, 220 Knoten ist Speed Limit bei Luis. Behind Luis Left Turn. Wo war die? Genau. Roven ist bei uns hier und Left Turn. Hätte ich fast übersehen. Hätte ich fast nicht gemacht, weil ich gerade mir nochmal die Chart kurz angeguckt habe. Flight level 5000? Okay, dann halten wir hier Fluglevel 5000. In den Charts stehen. Ach doch, ja, hier, ja. Richtig, hier 5000, der nächste Punkt ist 6000. Flaps up, Speed check. Punkt Luis haben wir ja hinter uns. In der Chart ist es Roven. Oder auch Luis. Auf jeden Fall 220 Knoten dürfen wir jetzt überschreiten. Deswegen. Weiterhin manuell unterwegs und halten jetzt hier 5000 Fuß. Um dann. Ja, bei BS511 dürfen wir nicht über 5000 sein. Oh, da hinten rechts gewittert's. Ja, da gehen wir vor uns. Können wir mal. Weather Radar. Oh. On machen. Haben wir da eine ganz schöne Wolkenfront. Aber wir sehen da, die tangieren wir nicht. Okay, dann Cosmo ist 6000. In der Chart zumindest hier hat es er anscheinend nicht, oder? Schauen wir mal. Cosmo 6000, doch, hat er hier auch drin. Das heißt, nach BS511 beginnen wir langsam wieder mit dem Steigflug. Oh. Hat hier gerade Scenery nachgeladen anscheinend. Ordentlich geruckelt. Ja, machen wir mal den Autopilot on, damit ich ein bisschen was von außen zeigen kann. Okay, warum ziehst du an? Mit 3400 Fuß braucht man nicht die Mutter steigen. Ich habe ja extra eingestellt, dass er nur auf 6000 hoch soll. Um zu verhindern, dass wir zu hoch gehen. Danach sind 16000 hinterm Punkt Cosmo. Ich habe gar keine Wing View mehr, das stört mich ein bisschen. Okay, jetzt habe ich sie wieder.
Weil ich habe ja FS Recorder und der hat die WingView ersetzt, deswegen muss ich die manuell nochmal einstellen. So. Ansonsten läuft alles hier wunderbar, wie geplant. Weather haben wir momentan für uns no problems. Halten jetzt hier die 6000 Fuß. Ja. Genau. Es führt uns erstmal in die falsche Richtung raus, die Route. Wenn wir weg vom Flughafen kommen, danach geht's direct southbound. Ist halt so. Ich glaube, allein diese Route verlängert unsere Flugzeit um das um 50%, weil kostet uns bestimmt so 5 bis 10 Minuten und wir fliegen insgesamt nur 20 Minuten. Aber keine Sorge, ich werde nicht durchgehend aufnehmen. Ich wüsste gar nicht, was ich da alles zu erzählen habe. Ich werde jetzt gleich einen Schnitt machen. Ist jetzt nicht mehr so spannend. Das Hinterpunkt Kosmos steigen wir auf 16.000 Fuß. Um dann hinter BS514. Den haben wir hier. Es gibt immer leichte Abweichungen zwischen Chart und Punkt. Ja, das hier ist wahrscheinlich BS514. 23 Meilen. Auf jeden Fall steigen wir dann auf 16.000 Fuß. Und danach... Achso, nee, fuck, ich bin ja falsch. BS516 ist das, genau. War gerade verrutscht, weil gerade für den Patok. Auf jeden Fall als nächstes geht's zum Punkt Gomez. Nach Cosmo, wie gesagt, steigen wir 16.000 Fuß. Punkt Gomez dann weiter. Hinter dem Punkt BS516 haben wir keine Restriktion mehr. Gehen wir rauf auf 25.000 Fuß, Reiseflughöhe. Und war's das. Schöne Library hier übrigens vom Aerosoft Forum runtergeladen. Ja, jetzt passiert nicht mehr viel Spannendes. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin. Wir drehen jetzt rechts, wir sind anscheinend Punkt Cosmo. Drehen jetzt Right Turn. BS516, 16.000 Fuß. Drehe ich schon mal ein. Und initialisiere den Climb. Dass er ihn dann durchführt, sobald... Ja, jetzt. Hier hinten sehen wir, kommen wir da nochmal durch das Gewitter. Mal schauen, vielleicht werde ich da dann drum rumfliegen, aber das sehen wir nachher. Irgendwann müssen wir halt durch die Wolken mal durch. Ich bedanke mich auf jeden Fall bis hierhin fürs Zuschauen. Über Thailand schrauben wir uns nach oben. Hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen und hoffe, wir sehen uns dann im Anflug auf Phuket wieder. Bis dahin, haut rein, euer Ben2740. Ciao.